So, einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ATS. So. Fahrrad. 75.000 Euro. Nice. Das hat mir jetzt wieder ein bisschen Licht angemacht. Sonst penne ich wirklich noch weg. Noch 4 Stunden. Ja, das ist so wieder 18 Uhr, dann passt es. Fällt aber schneller 65. Jetzt so. Was ist schon los, ey? Haben wir die Schnorren drauf? Ja, haben wir. Warum so laut? Ich wollte mal gucken, hier wegen dem Fahrern. So viel hat sich noch nicht geändert. Schade eigentlich. Na, guck mal. Den können wir auf jeden Fall auf Fernfahrer stellen. Ihn können wir auf jeden Fall auf Fernfahrer stellen. Ja, hier auch. Hier ist schon Fernfahrer. Sie kann auch ausgeglichen sein. Fernfahrer ist bereits voll. Der ist auch noch Fernfahrer, genau, ist ausgeglichen. Genau, hier oben passt wieder alles. Okay, gut. Ja, die beiden hier sind hier auch noch fast gar nichts drin. Was machen die denn die ganze Zeit? Oh doch, ein paar Missionen haben sie schon.
Okay. Das ist actually gar nichts. Der hat gerade mal eine Fahrt geschafft? What the? Achso, Quatsch, den haben wir ja erst. Den haben wir ja gerade eingestellt. Nevermind. Okay, alles gut. Dann haben wir ja. Der ist ja ganz neu, der Typ. Der ist ja ganz, ganz neu. Okay, dachte gerade schon. Ja, gut, dann boah, passt alles soweit. Wie sieht's aus bei der Bank? Nee, können wir aktuell noch nichts machen. Doch, wir können rumscheffeln. Wir können den hier nehmen. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Muss ich kurz überlegen, warte mal kurz. Warte. Nee, warte mal kurz. Wie kriege ich jetzt die beide weg und dafür 100.000? Gar nicht, ne? Ja. Achso, ich kann ihn zurückzahlen. Ja, okay. Dann klappt doch alles. Ich schon wieder. Habe ich gewundert, warum ich um diesen 490er nicht rausgebracht bekommen habe. Weil diese beiden Button hier so ähnlich aussehen, dass ich den bei dem 10.000er gar nicht als klickbaren Button erkannt habe. Deswegen dachte ich, ich kann auch den 10.000er nicht auslösen. Aber konnte ich auslösen. Von daher alles gut. Genau. Jetzt haben wir 400.000er. Ja, nevermind. Verwirrend. Können Sie es nicht irgendwie farbig hervorheben? Dass die man zurückzahlen kann, irgendwie die Button grün sind oder gelb oder so. Aber dass das nicht klickbare grau ist und das, was man anklicken kann, auch grau ist und etwas anderer Grauton, ist nicht wirklich hilfreich. So, danke dafür. Oh, jetzt haben wir nämlich nur noch 4 Kredite. Und dann, das wie gesagt, auch der Grund, weswegen ich lieber mit diesen 100.000er Krediten arbeite, statt gleich einen 400.000er zu nehmen. Anders betont, statt einen 400.000er zu nehmen. So. Weil eben mit den 100.000er kann man halt besser jonglieren. Und sobald man halt einen zurückzahlen kann, den halt zurückzahlen kann. So. Ich meine, wenn man jetzt einen zurückzahlen kann, bringt es doch nichts. Aber wenn man schon wieder 200.000 Euro flüssig hat und man dann schon zwei zurückzahlen kann, dann bringt es finanziell halt doch schon was. Ich glaube. Ist das was? Also für die 400.000 zahlen wir jetzt fast 6.000. Und für die Zahl 100, naja, ein bisschen bringt's. Aber eben, man ist halt insgesamt einfach flexibler. Und wie gesagt, sobald man nur noch 3 hat, hat man sogar schon einen Gewinn. Jetzt zum Beispiel haben wir keinen Gewinn. Jetzt würden wir für 400.000er 6.000 und wir zahlen jetzt fast 7.000. Aber, ja. Vielleicht bringt's auch gar nichts. I don't know. Vielleicht ist es einfach nur Wunschdenken von mir.
Hä? Oh. Ich wollte gerade bremsen, habe aber statt S D gedrückt. Ah, es war gerade nicht so geil. Guck mal hier, so weite Autobahn, ja. Du kannst komplett die gesamte Ebene überblicken. Und hier darfst du nur 65 fahren. Und vorhin in der City, wo wirklich alles eng an eng war, da durftest du 75 fahren. Selbst durch Kurven, wo man in die Kurven erstmal abbremsen musste. Sehr suspekt.
Der wird aber freuen, wenn er vor uns nicht 35. So, wollen wir jetzt überall Schlafmöglichkeiten? Erschreckend wenige. Wir könnten da vorne pennen gehen. Sind 2 Stunden. Okay, schade. Na gut, dann also doch hier wahrscheinlich. Ja. Das hier sieht ungemütlich aus. Ich würde eher hier. Da können wir nämlich auch gleich tanken, auch wenn wir es nicht unbedingt müssen. Ja doch, kann nicht schaden. So eine schöne Brücke. Alter. Läuft ja. Ja gut. Wäre ich auch noch müde, wenn er weiter so geht. Ja, ist ansteckend. Achso. Achso, die Uhrzeit. Ich glaube, wir packen da. So, was sind wir auf den Felsen frei? Ah, überall. Okay. Thank you.
So, okay. Let's go. Ne, fände ich jetzt wieder für euch YouTuber, ne? Nicht, dass ihr meckert. Im Echten würde man nicht mit Licht fahren. Ja. Im Echten schaut man das ja auch nicht durch YouTube, so. Fahr schon! Außerdem kommt man so von dem gegenkommenden Verkehr auch viel mehr Aufmerksamkeit. Man wird also auch mehr gesehen. Seht ihr, wie sie uns alle grüßen? So lieb. Schon kommt die Dämmerung. Oh, Alter, in der Dämmerung fahren macht immer noch am meisten Spaß. Wie gesagt, auch das würde man natürlich im Echt nicht machen, weil kriegst du Strafzettel für ein Unlichtfahren. Aber ich liebe das. Erstens ist die Atmosphäre so richtig geil. Und zweitens siehst du halt auch so alles. Weil wenn der Hotspot vor dir hell ist, du siehst im Hintergrund halt nichts mehr. Ich meine, jetzt ist es überall schon sehr hell. Jetzt ist es quasi schon so hell, da brauchst du sowieso kein Licht mehr. Aber gerade wenn es so anfängt zu dämmern, da siehst du halt im Scheinwerferlicht, siehst du halt alles, aber außerhalb vom Scheinwerferlicht siehst du halt noch gar nichts. Wenn du dann komplett ohne Licht fährst und sich die Augen wirklich an das Dunkle gewöhnen können, dann ist halt geil. Ich meine, gut, wenn du wirklich Berufskraftfahrer bist, der den ganzen Tag und jeden Morgen fährt, würde man es wahrscheinlich auch nicht machen, weil es dir irgendwann ganz schön auf die Augen geht. Aber für den Moment geil ist es trotzdem. Warum fahren hier vorne alle so langsam? Oder täuscht das nur so? Ja, die täuscht nur so.
Wobei doch, wir holen ganz schön auf, ne? Gut, ich meine, jetzt sowieso, jetzt rollen wir auch noch. Können wir an der Stelle, haben wir kurz hinbekommen. Machen wir an der Stelle ein bisschen Feierabend. Ja, und dann soll es das für die Folge auch gewesen sein. Bis dann.